Hier im Norden Kenias waren Giraffen früher weit verbreitet, doch heute sind die majestätischen Tiere zu einem seltenen Anblick geworden. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Giraffenpopulation stark zurückgegangen, nicht nur in Kenia, sondern in ganz Afrika. Für die Samburu waren Giraffen über Generationen wichtige Fleischlieferanten. Von einem erlegten Tier konnte ein ganzes Dorf eine Woche lang satt werden. Wir haben sogar die Haut der Giraffen genutzt. Wir haben sie gekocht und die Haut abgeschrubbt und sie dann als Medizin genutzt. In Nordkenia lebt eine eigene Giraffenart, deren Bestand zunehmend bedroht ist. Schätzungen zufolge ist die Zahl der Netzgiraffen in den vergangenen 30 Jahren um mehr als 60% zurückgegangen. Die Tiere rücken jetzt immer mehr in den Fokus von Wissenschaftlern. Sie sammeln Daten und wollen das Bewusstsein für die Bedrohung schärfen. Es gab viele Untersuchungen zu Löwen, Elefanten und anderen Tieren. Aber wenn man auf die Giraffen schaut, wissen wir nur sehr wenig über sie. Sie wurden nur wenig untersucht. Weniger als 100.000 Tiere sollen noch in ganz Afrika leben, ein Rückgang um 40% seit 1985. 6 Staaten haben sich jetzt zusammengeschlossen, um den Handel mit Giraffen und ihre Jagd besser zu regulieren.